So, und damit herzlich willkommen zurück bei der nächsten Folge 7 Days to Die. Tag 6, 18 Uhr. Das heißt, wir haben bald Horde und ich habe sie bisher noch drinne, weil ich immer noch nicht weiß, ob ich sie mache oder nicht. Entscheide ich wirklich, wie gesagt, so ein bisschen spontan, aber wenn, dann würde ich die sowieso eher auf einer freien Fläche bekämpfen. Und nicht bei meiner Basis, die zerkloppen mir meine Basis einfach nur, da habe ich keinen Bock drauf. Da hacke ich mir lieber irgendeine Fläche frei. Oder guck einfach mal hier, vielleicht so ein Gebäude hier, so einen alten Schmierheins hier. Den ich da irgendwie nutzen kann. Wo ich mich oben ein bisschen einbunker. Mit Spikes und so weiter. Und dann werden die schön von oben abgeballert. Ich meine, Munition habe ich ja jetzt bestimmt schon genug. Für meinen M60. So glaube ich, dass ich da schon jetzt gefunden habe, ey. Das ist wirklich krass. Einfach ein verdammtes M60. Warte mal, ich hab bestimmt. Hab ich Eier einstecken? Nö. Oh. Ich hab keine Eier. Also, nee, also so gar nicht. Krass. Dann. Hier irgendwas vielleicht essen gerade mal. Hab ich nur irgendwas einmal? Bin ich gerade blind? Nee, das hab ich alles zweimal, ne? Das gibt's ja gar nicht. Scheiße. Also dann lass das einfach. Wir haben genug Eier, komm. Immer dieses volle Inventar, das ist ja mal nervig, ey. Wer sich das ausgedacht hat, dass man ein volles Inventar hat. Also, nee. Ich habe mir auch mal so ein bisschen überlegt, was man vielleicht mal als kleine Inventaränderung machen könnte, gerade für diese blöden Taschenmods. Die sind ja so schnell nutzlos, die Dinger, dass du die nie wieder brauchst. Warum macht man es nicht so, dass man einfach... Das ist dann halt nur eine Taschenmod, die es nur noch gibt, die aber einfach einen zusätzlichen Inventarslot irgendwo hier an der Seite noch macht. Weil dann hättest du vielleicht einfach ein kleines bisschen mehr Inventar noch. Ist jetzt nicht übertrieben, aber würde halt auch ein bisschen helfen, noch ein bisschen mehr Inventarplatz zu haben. Ach, mein unfertiges Haus. Komm schon. Bonk. Jetzt müssen wir schön Schaden überall dran machen. So, dann gucken wir mal. Zuerst so, mal die Goldklumpen. Die kommen gleich bei mir hier in die mittlere Truhe. Die sind wichtig. So, beste. Aber Silber mag ich noch mehr. Ich bin so ein kleiner Silberfreund. Ich mag Silber. Hoch. Wieder alles klar. Warte mal, der hat doch Durst. Hier trinken wir einen Kaffee. Der ist gut gegen Husten. Wie immer. Und hier trinken wir ein bisschen Wasser. Hier ist mal so ein schönes Speck mit Eiern. Richtig schön den Wand vollhauen hier. Was ist denn los, du alte Mutti? Ich glaube, ich mache mir irgendwann mal eine richtige Büchersammlung mit den Dingern, ey. Und dann kommt irgendjemand bei mir auf der Karte und kann einfach direkt 100 solche Bücher lesen. Ist erst mal eine halbe Stunde beschäftigt mit Bücher lesen. So, guck mal hier mal rein. Alter, okay, okay. Das Ding nehme ich auf jeden Fall. Mehr Genauigkeit und mehr Schaden. Vierer Sichtbarkeit-Mod vielleicht dann gut für eine Sniper. Auslöser Feuerstoß-Mod. Dass sie drei Feuerstoße erhöht die Feuer und erhöht leicht den Rückstoß. Ja, warte mal, das muss ich mal ganz kurz testen. Ach, das geht hier da gar nicht dran. Okay, verstehe. Okay. Lädt immer noch ganz schön lange nach, das Ding. Okay, warte mal, wie war denn das nochmal mit den Skills? Stärke hatten wir jetzt komplett. Ich muss halt immer wieder reingucken, wenn ich jetzt 1-2 Tage nicht gespielt habe. Und immer wieder auf der anderen Map spiele, da kommst du ein bisschen durcheinander. Den hier wollten wir, glaube ich, noch hoch machen, oder? Ich glaube, ne? Also zumindest mit dem Knüppel können wir jetzt ordentlich Schaden machen. Stimmt, wir hatten ja den Level 3 gefunden. In dem Level 5 Gebäude. Ich erinnere mich. Wieso ist die Karte gesperrt? Ja.
Pack die jetzt einfach mal hier mit rein. So. Okay, na gut, erstmal noch Quest annehmen. Dann gucken, was wir jetzt noch so machen können. So, mein Freund, was hast du für Aufgaben? What are you? Not too shabby. Let's see how you handle the next one. Hyperpower. Stromzufuhr, Stromzufuhr. Ja, komm, mach mal irgend so eine Stromzufuhr mal jetzt über Nacht. I think I got a job. Very good. Now don't get yourself killed. I want that commission. Ich versuch's, ja, aber ich kann nichts versprechen. Wenn ich sterbe, ist es deine Schuld. So, warte mal, wir wollten noch hier noch so ein bisschen, jetzt nicht direkt komplett einsortieren, aber ich wollte ja noch ein bisschen hier rumgucken, wo ich was reinpacke. Bowie Howie haben wir noch, also hier haben wir auf jeden Fall die ganze Muni grad. Feiern und Hülsen, hier haben wir den Leckerschmecker. Leckerschmecker packen wir mal hier rein. Mmh. Oh, ist das lecker. Das klingt schon so lecker. Da will man am liebsten reinbeißen. Was gibt's denn noch so als Leckerschmecker? Leckere Gesichtscreme. Ja. Entschuldigung. Mann, was ist denn da mit mir? Ich glaube, ich sortiere jetzt mal alles an Munition irgendwie mal ein, was wir hier gerade so haben. So, einfach mal hier ein bisschen Platz schaffen. Hülsen, das sehe ich auch alles dann mit dazu. Das kommt zum Pfeilen. Hier ist nochmal, warte mal. Mal erst Feuer sortieren, ist vielleicht besser. So. Jo, Muni, Muni. Muni, Muni. Jo, dann hier, Alter. Okay, wir haben zu viel Muni, Mann. Dann zack, 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 zack. Ich gucke jetzt erstmal nur grob drüber. Hier, das kommt so explosiv. Haben auch jede Menge zum Verkaufen. Wir haben nochmal Samen, oder mal die packe ich auch mal kurz ein. Jetzt habe ich sie eh mal gerade gesehen, dann kann ich die gleich da hinten packen. Noch mehr Money. Hier, warte mal, das noch aufmachen. Alter, was? Okay, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass so krasses Essen da drin ist. Ich habe doch, glaube ich, das eh nochmal irgendwie ausgewählt. Ja, Essenspaket, ja, so die Bücher und brauche ich gar nicht. Ja, und das bisschen Essen, was da drin ist. Alter, du hast einfach verdammtes 10-mal Thunfischsoßen-Toast drin, ey. Was 90 Essen hochmacht. Und 2 Mineralwasser. Ich weiß, was ich als nächstes für eine Belohnung nehme, ey. What the fuck? Ich dachte jetzt irgendwie, okay, das sind 5 Bücher und dann halt, keine Ahnung, 5 gebackene Kartoffeln oder so ein Scheiß. Ja gut, dann, ja, danke. Hab ich erstmal genug zu trinken, ne? So, 9 mm. Nehmen wir alles rein hier. 7 mm rein. Das war Schrot. Rein damit. Magnum Munition. Explosiv. Zack. Alles, was mit Pfeilen zu tun hat, also das hier. Und alles, was so mit Hülsen und so zu tun hat. Und mal ich in das Raum hin. Muni, herrscht die. So, Muni-Herstellung. Die Muni herrscht die. Ja, wir haben ja noch die High-Power. Warte mal. Schieben wir es rein natürlich. Ist ja 9 mm. So, die Yucca-Samen. Vielleicht mal das hier rein. Kann ich auch erstmal kurz umbenennen hier. Farming. So. Lass mal jetzt mal in der Aufnahme mit drin. Bin ich das eh nochmal hier. Alter, wie viel. Stimmt, so Fleisch und sowas. So Essen allgemein. Das würde ich. Da würde ich vielleicht sogar tatsächlich extra Truhen hier dann machen. Also hier drunter würde ich voll gerne irgendwas hinpacken. Das sind aber nur 2, ne? Ne, 3. 3. Hier würde die Chemiestation perfekt hinpassen. Und hier dann irgendwie vielleicht gleich daneben eine Werkbank. Und ich würde gerne 2 Schmieden dann wahrscheinlich hier hin.
Zwei Schmieden und den Zementmischer dazwischen. Ja, dass wir halt alles so ein bisschen hier so haben. Truhen hatte ich doch noch ein paar hergestellt, oder? Jo. Vielleicht mache ich das dann auch extra als Küche oder sowas, dass ich dann hier oben noch irgendwelche Behälter habe. Mal gucken. Aber auch so Fleisch und sowas würde ich auch gerade gerne erstmal alles gesondert packen. Ich mach's jetzt mal kurz so. Einfach nur, dass es erstmal gesondert gepackt hat. Roh. Machen wir das direkt mal so. So, machen wir das direkt mal roh. Hier. Hier haben wir noch trübes Wasser. Warte mal, das werde ich definitiv dann auch dort einlagern. Dosen muss ich dann mal gucken, wie ich das mache. Lecker Schmecker hier. Trinken nehme ich jetzt mal mit raus. Okay. Was haben wir hier noch? Nochmal ein paar Samen. Alter. Fleisch. Ja, Fleisch hatten wir ja auch so richtig viel. Schon mal richtig gut aus. Dann muss ich jetzt einfach sagen, das trübe Wasser packe ich jetzt mal kurz hier rein. Ich nehme mal alles raus. Futter für einen echten. Da packen wir es drin. Nee, möchte ja einer ganz besonderen Person das Essen nicht wegessen. Da würde ich mich schlecht fühlen. Das Fleisch ist für jemanden vorbestimmt. Den kennen wir alle, die dieses Spiel spielen. Das darf ich den nicht wegessen. So, hier Farming, alles rein. So. Das wieder rein. Und leckere Gesichtscreme hier rein. Genau. Dann würde ich auch sagen, weil das einfach dazu passt. Hier daneben kommt dann, himmlisches. Nee, nicht himmlisches. Warte mal. Ich überlege jetzt gerade, wie könnte ich denn das nennen? Das Zauberbrot. So viele Insider hier, ey. Das ist so schlimm, ey. Keiner kann was damit anfangen. Keiner weiß, warum ich lache. Keiner weiß, warum mein Bruder drüber lacht. Aber wir lachen drüber. Und uns gefällt das einfach. Wo ist ihr Zauberbrot? Ich übersehe es gerade. Verdammt, hier ist Zauberbrot. Lecker, lecker, lecker. Ah, hier noch mehr Zauberbrot. Warte mal, ich kann doch einfach diesen hier machen. Warte mal. Jetzt steckt es doch eh automatisch hoch. Ah, da war wieder Zauberbrot. Ganz mal da schon, warte mal. Jo, stecken wir die jetzt mal alle mit ein. Noch irgendwo Zauberbrot. Das Ding brauche ich nicht. Alter. Erste Hilfe-Bandagen haben wir einfach so viele. So ein Zauberbrot. Stimmt, so Erste Hilfe und sowas könnte ich hier vielleicht noch mit hin, aber das wird nicht mehr reichen. Aber ich könnte zumindest. Warte mal. Erste Hilfe Bandagen. Da packe ich die hier rein. Ich werde so viele niemals brauchen. Aber egal, ich hab's einfach. Und hier machen wir die Medikits. Zauberbrot. Okay, dann würde ich sagen, einfach weil das dazu passt zu dem Zeug da. Sobald man nämlich nur in der Nähe der Kisten ist, braucht man das auch. Antibiotika. Aber was schreibe ich denn für eine Scheiße hier? Biotika. Meine Güte. Echt, nee. Ach, hier ist ja noch mal so eine schöne Gesichtscreme.
Lecker, lecker, lecker. Und die Kills nehmen wir mal. Ach doch, Messbecher habe ich, siehst du. Gut, dass ich hier gerade mal so ein bisschen durchgucke. Dann packen wir den auch erstmal hier dran. Was ist denn der Messbecher nochmal? Das war doch so ein ganz kleines Teil irgendwo. Hier, das ist der Messbecher, der ganz, das ganz kleine Ding hier. Das was will der damit messen? 50 Milliliter oder was? Ja, die Kisten werden auch mal ein bisschen leerer jetzt langsam. Ja, wir haben halt auch eine Menge Zeug zum Verkaufen. Das kommt noch mit dazu. Hier, Antibiotika, Medikits. Irgendwas. Ich kann doch wieder diesen hier machen. Ich hab ja wieder diesen alten Schmierknüppel hier mitgenommen. Hier, Antibiotika. Lecker. Muss ich mich dann nach der Aufnahme gleich nochmal mit einreiben. Das ist echt so schön. Ja, bis zur Nacht werde ich das jetzt schon weitermachen und dann gehen wir Richtung Quest. Dann sortieren wir mal das sowas Übliches ein, wie Stoff, Knochen, Leder, Tierfett. Was wir halt so jetzt von dem Zeug haben. So. Alles raus hier. Ist gar nichts davon. Auch nicht. Müssen wir ein bisschen was von haben. Stoff. So viel habe ich gar nicht von Stoff. Okay. Werde ich definitiv noch ein bisschen was sammeln müssen. Ey, du brauchst wirklich viel Stoff, ey. Na gut, ich kann das jetzt gerade ein bisschen schlechter einschätzen, weil wir mit 3 Leuten spielen. Da braucht es nicht schon viel. Jetzt muss ich ja zum Großteil alles nur für mich alleine herstellen. Hier, hier fällt auch mit hier rein. Okay. So, gucken wir mal weiter. Torsch! So Einzelteile hier, sowas. So, sowas mal wegpacken. Nein, nicht das. Das hier. Legendäre Parts. Die Kisten werden weniger. Oh, geil. Das fühlt sich dann immer so schön an, ey, wenn du dann so langsam einen Überblick dazu hast, wie es weniger wird. So. Haben wir irgendwo eine Kiste mit Einzelteilen? Nee, ne? Ui, ui. Ich würde sagen, machen wir Einzelteile hier in der Ecke. Einzelteile. Das ganze Zeug rein. Ja, auch die Dinger hier, Rüstungsfertigungspaket. Einfach nur, weil du die dann sowieso immer mit den Einzelteilen zusammen brauchst. Also kannst du die da auch gleich mit rein. So, was haben wir noch? Dosen und sowas. Da könnte ich jetzt mal gucken. Wo packt man die hin? Mega Crush. Hier. Dosen. Noch mehr Dosen. Dosi. Das Krasse ist halt, dass du manche Dosen auch für bestimmtes Essen brauchst. Wenn du da so bestimmtes Essen machen willst. Miocho. Och, Großvaters irre Soße. Handel plus 10% für 3 Minuten. Noch mehr Mega Crush. Alter, geil. Achso, das ist ja kein Trinken, das zähle ich zur Droge mit. Hier haben wir noch irgendwas mit Antibiotika. Okay. Dosen oder sowas. Könnte ich nochmal kurz eine extra Kiste machen. Werde ich dann später genauer sortieren. Aber nur, dass wir erstmal einen kleinen Überblick hier haben. Pack ich jetzt hier mal rein. Das Geräusch. Ja, da werde ich nämlich so eine extra Truhe für jede Dosenart hier machen. Das kannst du aber wissen, ey.
Und ich hätte gleich zwei Kisten mitnehmen sollen. Bier und Mega Crush. Könnte ich jetzt nicht groß verwenden. Ja, Trader Hook macht bald zu. Dosen. Nee, ich wollte gerade schreiben Stinky Trinky, aber. Das Gehirn abschießen. So. Mit Bier und Energy. So, erstmal richtig schön das Hirn zu ballern. Mit Energy. Okay. So, was haben wir noch so? Wir haben jetzt hier dieses ganze Zeug. Das könnte ich eigentlich zu Ruhe mit hin, das Maismehl. Kartoffeln, das packe ich erstmal bei Samen mit rein. Ich werde wahrscheinlich daraus Samen erstmal machen dann. Ach ja, guck mal, noch Gesichtscreme. Siehst du, schon wieder übersehen. Mann, die darf ja nicht fehlen. Die ist wichtig. Ist nicht so. Die hier noch. Mal auch alles zusammen mit. Oh. Und wieder ein Platz mehr. Hey, es wird doch. Bis ich jetzt wieder losziehe und noch mehr sortiere. Geil. Hier hin. Und die auch mal raus. Ja, sowas. Zack, zack. Hm. Nehmen halt natürlich auch eine Menge Platz da und weg. Okay, ziehen wir los, würde ich sagen. Haben wir ein bisschen sortiert. Bis zur Quest. Genau, Spiel. Futter für einen Echten. So, gucken wir doch mal. Komm, wir trinken noch ein Wasser. Essen sieht noch gut aus. Auf zur Quest. Auf geht's. Na, mal schauen. Vielleicht sind wir auf dem Weg jetzt wieder. Einen netten Hundi! Achso, warte mal, die Munition haben wir? Reicht. So ein liebes Hündchen, was wir mal ganz zärtlich streicheln können. Mit mehreren metallenen Hülsen. In hoher Geschwindigkeit. Ja, Zombies, werdet ihr trotzdem ausgemerzt. Die Hunde, die muss ich streicheln mit meinem M60. Och, da kämpft ein Zombie gerade. Hätte ich meine Antibiotika-Kiste eigentlich auch Antibio-Annika-Kiste nennen können. Das nehme ich sozusagen die Antibio-Annika. Die hast alles mögliche an Bio. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gerade komme. Ich habe keine Ahnung, ich laber Scheiße. Ich bin einfach nur gerade, ich bin ein bisschen behindert im Kopf. Entschuldigung. So. Noch so ein Vieh, na sag mal. Aber erstmal hier gucken. Hä?
Alter. Tja, du böse Miets. Ihr werdet jetzt alle ausgenommen. Nam nam nam. Nee. Kannst du schön vergessen, ey. Nein! Wenn ich sage nein, dann nein. Ey, Junge, wie viel rennen denn von den Viechern hier schon wieder rum? Das gibt's doch gar nicht. Den muss ich schon. Ich muss auf die Zeit achten. Also den Wolf da hinten, den ich gerade gesehen habe. Den roten Loot will ich auf jeden Fall haben. So. Na dann, gleiches Spiel wie immer. Erstmal ein Stealth-Angriff. Ist das krass, Mann! Ah, leider bitte kaputt geschossen, aber egal. Immer noch besser, als wenn er nicht rankommt und mir Schaden macht. Na gut, so weit ist die Quest jetzt auch nicht mehr. Hühnchen! Erstmal schöne Hühnerknochen. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Stufe 3 Nachtmission. Ich denke mal, dass Nachtmissionen trotzdem immer noch mehr Geld bringen. Oh! Wie viel bringt denn die Mission? Zeig mal her. 1600 Tokens nur? Was? Okay, ich hätte mit ein bisschen mehr gerechnet. Weil für die alte, für die andere Quest haben wir ja auch. Wie viel bekommen? 2200? Aber zumindest war schon mehr. Aber egal. Das wackelt ein bisschen sehr rum, oder? Bottomless Barrel Buffet. Ja, ja, du scheiß Crawler. Ja, nice. Nee, lass mich durch! Schnell! So, hier ist es klar. Okay, Downtown Apartment. So, mal angenommen. Ja, ich hätte das Ding jetzt zweimal looten können, aber scheiß drauf. Den Stein hier nicht kennen. Okay, na dann, wollen wir mal. Vor allem Level 5 Stahlschaufel, ey, geil. Einfach mal so. Okay. Ich nehme das mal mit, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht brauche. Fitz-Cola. Schön gegen die Wand. Einfach die Treppe runtergeschmissen wie so ein nasser Sack, ey. Braune Farbe. Komm. Unsere Steinaxt hat ein bisschen zu viel Kacke gesehen. Na komm, spring aus dem Fenster.
Oh, ich dachte, ich bin da oben. Hä? Okay, dann nicht. Okay, den hätten wir. Der geht jetzt eh einmal aus. Dann spawnt wahrscheinlich Zombies. Nein? Gut. Auch mal. Gut, der ist durch. Das war's schon! Hä? Was ist denn das für ein Billo-Gebäude? Also Stufe 3 ist das aber ganz schön mager, Leute. Hä? Und hier sind keine Gegner mehr beim Endloot jetzt. Hä, na klar, hier! Aber er sagt jetzt schon zurück zum Händler, wo hier noch Gegner sind. Hä? Okay. Achso, den hätte ich eigentlich schon mitnehmen können. Hab ich sie eh in mein einstecken. Hä, wo ist denn das der Endloot? Das verstehe ich jetzt nicht. Nee, das da drüben ist ein anderes Gebäude. Endloot? Muss ich wieder bis ganz da unten. Oh! Hä? Aber muss hier nicht noch so eine Kiste sein? Ach jo! Hä? Das war's? Echt jetzt? Also sorry, Freunde, aber das war ja ganz schön lächerlich. Kommt irgendjemand angerannt? Junge, war die wieder schnell. Hä? Also das war das lächerlichste Level 3 Gebäude, was ich je gespielt habe. Sorry, das ist ja Level 2 maximal gewesen. Und dafür jetzt eine Level 3 Belohnung, ja geil. Ich nehme es natürlich gerne mit, aber das ist strange. Hätte ich das Ding sogar zweimal machen können, ey. Der Dietrich ist instant abgebrochen. Wo er nur reingesteckt hat, ist er gleich abgebrochen. Was hast du damit gemacht? Alter, jetzt knackt das Ding, Mann. Junge! Es reicht mal wieder. Okay. Könnte ich für die Orte verwenden. Ja, es ist nichts Besonderes an Loot, aber egal, ich nehm's mit. Aber das Ding ist geil. Kann ich für die Orte verwenden. Alter, schon wieder Level 2 Stahlknüppel. Echt jetzt? Warum Level 2? Mann. Mann, du. Das ist gemein, Baka. Wer stöhnt denn hier schon wieder so rum? Komm mal ran hier. Halt mal das Maul. Das ist ungezogen, mitten in der Nacht. Mord nur bei dir zu Hause. Alter, die sind manchmal so schnell. Komm, ich mach euch mal auf. Keine Chance. Ach du, was willst du denn? Denkst du jetzt, du bist's oder was? Na gut, dann
Wieder ab nach Hause, würde ich sagen. Dann gucken wir uns wieder ein bisschen nach Wölfen um. Farm Survivor Compound. Habe ich das hier schon? Ja. Na komm. Jetzt wissen wir ja, was wieder losgeht. Oh, jetzt geht's wieder ab. Alter! Junge! Hab shit hier einfach mal weiter aufgemacht. So, du ekelhafter. Ja. Junge! Holy! Noch einer! Hä? Okay. Jetzt hab ich auf einmal zwei von den Dingern. Die ganze Zeit gar nichts und jetzt auf einmal. Direkt zwei. Holy. Hä? Okay. Ich meine, gut. Danke. Ich glaube, es ist ja sogar möglich, dass wenn du mit einem Schlag so viel Schaden machst, dass du diesen Alarm überschlägst, dann tauchen nicht mal Zombies auf. Also mit einer Spitzhacke zum Beispiel so stark zuschlägst, dass du den ganzen Schaden direkt weghaust vom Alarm, dass dann gar keine Zombies auftauchen. Das war nicht so rumheulen. Oh nein, ich habe wieder den Loot noch hier drinnen gelassen. Shit. Verdammt. Muss ich gleich nochmal wegen Platz hier gucken. Zum Beispiel, hier, den kann ich zum Beispiel zerlegen. Komm, bitte noch irgendwie einen Wolf auf dem Weg. Ich fahr sogar mal extra ein bisschen. Ja, hallo. Du ekelhafter. Ich muss sie ja immer ausnehmen. Gott sei Dank habe ich gerade noch kurz gelootet. Wenn ich den jetzt abknall, kommt der zweite definitiv auch. Also heißt, ich muss mit einem M60 durchziehen. Ich muss jetzt durchziehen. Geht nicht anders. Der andere wird wahrscheinlich kommen. Nö. Hä, das juckt den überhaupt nicht. What the fuck? Wie taub sind die Viecher bitte? Hä? Was ist denn da los? Nom nom nom. Hast du ein schönes Maismehl gefressen? Drei Stoff jetzt erstmal weg. Ich schaffe hier das Klebeband mit. Das sind umgerechnet sowieso schon 14 Stoff. Und hier einfach mal das Buch. Ich nehme auch noch aus. Hä, wie taub sind die Viecher bitte? Ist ja unglaublich, ey. Alter. Der Loot bei denen. Junge, ist das krank, Mann. Das ist doch völlig OP. Den Basie statt hier dem Lehm. Schönes Bier. Ja, statt immer Elektroteile. Das ist wieder zum Verkaufen. Oh nein, ich muss den Verband benutzen. Du kannst das zurzeit nicht verwenden. Verdammt, oder dann leg ich ihn ab. Mist. Reißen mal weg. Kann ich später genug sammeln. Also die Viecher sind wirklich einfach komplett taub, ey. Ich habe ja nicht mal einen Schalldämpfer oder sowas davon.
Krass. Ich habe jetzt wirklich damit gerechnet, dass der zweite direkt mit angreift, sobald er die Schüsse hört. Okay, dann mal ab nach Hause. Skillpunkte ein. Den haben wir auf 2 gerade. Jägersmann ist auf 2. Landleben. Wenn wir nur langfristig das Fertigen vermitteln, kostet 30% weniger. Vertreiben wir die Ernte. Machen wir hier mal eiserner Magen noch hoch. Essensverbrauch ein bisschen reduzieren. Jetzt mal die Straße hier entlang gucken, aber sehe ich jetzt nichts weiter. Alter, das gibt's aber nicht. Komm auf mein Grundstück und du bist tot. Komm hier auf mein Grundstück. Okay, du bist tot. Ich wäre auch so tot gewesen, aber egal. So. Einfach hier erstmal wieder alles neu. Sortieren wir später dann wieder aus. So, den würde ich gerne für die Horde verwenden. Den stelle ich mir dann irgendwo mit hin. Der kann mir Zombies vom Leib halten. Hat irgendwo ein Zombie gehört. Ja. Okay. Okay. Vielleicht suche ich mir mal gerade eine Stelle, wo ich dann die Horde bekämpfe. Warte mal. Schauen wir einfach mal. Irgendeine gerade Fläche, sage ich mal. Wo wir die Horde bekämpfen könnten. Und dann könnte ich da gleich mal ein paar... Vielleicht gleich hier so, irgendwo in der Nähe von meinem... Vielleicht irgendwie... Die Fläche hier ist auf jeden Fall... Geht's auch ein bisschen bergauf. Bergauf ist aber nicht unbedingt geil. Wobei das halt wirklich nur leicht ist. Das geht schon. Ja, doch, die Fläche hier ist gut. Dann hacke ich hier mal wirklich alles so ein bisschen an Bäumen jetzt weg. Machen wir ein bisschen Holz. Jedes Mal drüber bei Eimern, ey. Hallo, du alter Stinkwurst, Larry. Der infizierte Überlebende. So hieß der Zombie damals. Verfaultes Mädchen. Was haben die eigentlich? Blei, ne? Direkt mal eine Bleiader in der Nähe. Geil. So. Vielleicht baue ich dann sogar meine eigene Abwehrbase. Mal gucken. Wo hatte ich denn die Axt hin? Ich hatte doch irgendwie eine Axt, ne? Wie sie ist. Da, warte mal, hier. Und dann hat man noch die hier, genau. Tragen.
Holzsplittermod hat man nicht, ne? Mal, ich hatte doch alle Mods hier rein. Nope. Auch nicht. Egal. Geht so auch. Welchen Level hat man das? Auf 5, ne? Jo. Nice. Gut, machen wir ja alles mal an Bäumen weg. Mal gleich ein bisschen Holz wieder fürs Bauen. Ich meine 230 Holz pro Baum. Die größeren hier. Für die 900er. Das ist schon schön. Okay, 230 Holz. Das ist schon krass. Das reicht auf jeden Fall aus. Warte mal, macht das jetzt wirklich so einen krassen Unterschied? Das will ich jetzt mal kurz sehen. Mach ich mal ohne. Ah, verdammt, das ist ein Tausender. Genau, 300. Ja, hier. Da können wir mal gucken. Oh ja, doch. 16 Holz macht... Holzernte... 30%? Gut, das rechnet sich wahrscheinlich nicht auf den Skill obendrauf, sondern das packt das nur mit dem Skill zusammen. Also hast du statt 100% mehr Ernte, 115% mehr Ernte. Ja, gut. Klar, es ist ein bisschen mehr Holz, aber das macht's fett jetzt echt nicht. Also ist der Hut selber absolut irrelevant. Kann ich verkaufen. Mal hier eine schöne Sicht haben auf den ganzen Feld, ja. Kein Zombie schleicht sich hier irgendwie an, das kannst du auch wissen. Ja. Ja, vor allem die großen Bäume hier, die müssen weg. Weg hier. So habe ich im Übrigen auf meiner zweiten Map einfach mal, keine Ahnung wie viel Holz, 15.000 gesammelt. Während ich auf der Horde gewartet habe, habe ich einfach in der ganzen Umgebung die Bäume alle weggefallen und irgendwie 15.000 Holz in der Zeit gesammelt. Völlig bescheuert, ey. Guck mal, was du da an Holz zusammenkriegst, ne? Hat nicht ganz gereicht. Na gut. Okay. Machen wir hier erstmal weiter. Einfach nur, dass ich hier mehr wie so eine Fläche hab, in der ich dann bleibe. Ich bin schon im Baum. Ist okay. Also kommt schnell Holz zusammen, wie man sieht. Alter Holzhack-Larry hier. Ja, säbelt hier einmal durch den Wald. Und dann steht kein Baum mehr. So, dann machen wir hier noch weg. Die Autos könnte ich eigentlich auch mal zerlegen. So, wie viel Platz? Also 22 Holz mehr. Ist okay, natürlich, auf die Dauer läppert es sich, aber ich hab da wirklich gedacht, die 15% spielen auf den Skill. Aber ne, die 10 auf den Skill. Boah, so ein Eisenachs reicht eigentlich vollkommen aus. Geht schon. Ist doch schnell genug. So eine alte Mutti. Alter, guck mal, ich bin aber 5000 Holz zusammen, ey. Und eine alte Mutti haben wir auch noch abgebaut hier. Ja. Ja, ich muss trotzdem die ganzen Bäume hier weg. Falls die aus der Richtung kommen. Da hab ich keinen Bock, dass ich die null sehe.
Ja, und vielleicht baue ich wirklich hier oben irgendwie auf der Straße oder so. Vielleicht mein kleines Verteidigungslager dann hin, weil weit genug von meiner Basis ist es auf jeden Fall weg. Und hier hast du echt so an sich eine geile Übersicht bis darunter dann. Bist ja dann sowieso auf einer Art Turm vielleicht. Oder vielleicht die Pyramide. Vielleicht baue ich auch die Pyramide wieder. Ist die größte Schwäche für Zombies aus meiner Sicht immer noch. Weil Zombies können durch Blätter... Zombies können durch sag mal, was ist denn mit mir, Alter? Bin ich nur völlig behindert oder was? Zombies können durch Löcher kriechen. Und sind halt natürlich bei mir in der Horde auch ein bisschen schneller. Das heißt, womit sind sie trotzdem langsam, womit werden sie trotzdem schneller? Richtig, wenn sie irgendwo hoch müssen, irgendwo hochklettern. Ich hätte vielleicht eine Idee, die ich mal probieren würde, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Müsste ich gucken, wie ich das umsetze. Also nächste Folge wird die Horde immer noch nicht kommen, sondern die ist dann erst übernächste Folge. Wer die Horde dann sehen will. Von der Fläche her. Alter, das ist schon richtig clean hier. Nice. Also die kleinen Bäume stören ja jetzt nicht weiter, aber ich muss jetzt nicht. Wenn man dran festhängt oder so, hab ich trotzdem keinen Bock drauf. Okay, dann würde ich wirklich sagen, warte mal, sieht's jetzt hier so aus, nach hinten? Geht eigentlich. Passt. Also hier so die Fläche bei den Autos hier. Also was, warte mal, dann mache ich mir hier mal eine Markierung hin. Wegpunkt speichern. Und zwar, das hier ist nämlich der Hordi Lordi. So, ich hab nämlich. Ich hab's heute mit solch bescheuerten Namen. Mann. So, jetzt legen wir mal das Auto hier. Haben wir da eigentlich schon Skillpunkt drin? Ich glaube nicht, ne? Ne, Mechaniker noch gar nicht. Müsste ich demnächst auch mal machen. Dass ich die Skills mal ein bisschen ausbaue, ey. Okay. Das Auto weg. Das Ding hier noch weg. Oh. So, dankeschön. Erfahrungspunkte. Ja, und mit Mechaniker ausgebaut, Mechaniker holst du da halt noch viel mehr raus. Als das Zeug, was wir jetzt gerade haben. So, dann natürlich auch das hier alles noch weg. Ja, aber ich glaube, die erste Horde, die werde ich jetzt wirklich einfach nur auf freier Fläche abwehren. Wir ballern raus, was das Zeug hält. Und gut ist. Trotzdem hätte ich am liebsten eher die Desert Eagle. Alter, das ist so eine gute Waffe. Die habe ich in meiner letzten Horde in Tag 14 benutzt. Auf der anderen Karte. Alter. Die macht so einen Schaden, ey. Zum Teil grüne Zombies haben eben Headshot weggemacht, ey. Alter, schon wieder so eine Karte. Was ist denn los, ey? Kann ich nicht bitte mal eine Zwiebel haben? Wird es gleich wieder Tag, dann kann man die Quest abgeben. Nice. Okay. Die Bäume hier noch weg. Da haben wir aber schön Holz gesammelt. Geil. Gefällt mir. Okay. Ja, passt so, also. Jetzt haben wir hier einen echt guten Überblick über diese ganze Fläche hier an der Seite. Mega geil.
Okay. Gut, bis zum Sonnenaufgang können wir noch ein paar Blöcke verbessern. Guck mal, die Haltbarkeit ist davon noch komplett im Arsch. Zack, zack. Die packe ich jetzt trotzdem hier mit rein. So, den setzen wir wieder auf. Packen wir das auch hier rein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein! Da wollte meine Feldfrüchte klauen. Bastard. Nix da, ey. Die nur noch Diebe. So, Trader Hund macht dann auch bei auf. Wie schnell 400 Holz einfach nur wechseln, ne? Nur weil ich das alles ein bisschen ausbauen will. Da weißt du, wie viel ich brauche, wenn ich dann noch meine Mauer ziehe und da meine Verteidigungslinie aufbaue. Also. Okay, Trader Hook wird jetzt aufmachen. Machen wir uns gleich die nächste Quest. Und dann beenden wir die Folge, würde ich sagen. Nee, hast du nicht. Hier. Guns, Knives, Ammo, Explosives. I've got it all. Brauch ich alles nicht. Panzerbrechende Munition ist zwar geil, aber brauch ich nicht. Nimm ich das hier. So, hast du irgendwas? Nö. Alter, hast du einen Schmutz hier, ey. I've got work. Let me give you a bit of advice. Shoot first. Ask questions later. Wanderorte. Sag mal, ihr habt hier nichts zu suchen. Trader Hook ist jetzt zwar nicht der Netteste, trotzdem seid ihr in der Nähe von meinem Grundstück. Kann ja aber nicht wahr sein, ey. So. Machen wir das jetzt hier noch fertig. Das, was so ausgebaut werden muss, das hier zum Beispiel. So. Sagen. Ich stell mal wieder ein paar davon her, ja. Nee. Machen wir mal 150. Dann normale Blöcke. Dann machen jetzt erstmal. Das zweite Geschoss erstmal fertig. Ich finde, das ist eigentlich so eine gute Abwechslung immer mal. Immer wieder questen, dann immer wieder mal hier ein bisschen was bauen, vorbereiten. Also so nach und nach
wird das dann jetzt hier immer mehr und immer besser ausgebaut. Die Mauer werde ich erst zum Schluss ziehen. Ein blaues Schwert, die guten erstmal fertig. So, hier noch. Ich werde hier trotzdem, denke ich mal, noch zumindest so ein paar Halterungen machen. Einfach nur, damit wirklich das hier oben auch hält. Weil wenn ich hier oben ja irgendwas draufsetze oder so, das zählt ja irgendwie, glaube ich, als Gewicht. Masse. Und die wird höher, wenn man das dann noch ausbaut. Und irgendwann kracht ihr das Ding mal zusammen. Hier weg, oder? Warte mal. Sieht doch besser dann aus. Ja, lass ich so. Kann ich hier runter gucken? Kann ich ja gucken, wer hier hochkommt. Dann baller den hier ab. Okay. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss!